Treten Sie sofort zurück an die Tür. War das nicht okay? Bitte, Sie müssen mir das glauben, ich war das nicht. Runter. Ich hab damit nichts zu tun. Legen Sie sich ich hin. Kann nichts auf dem Boden! Auf dem Boden! Ich hab einfach erschossen, tut mir leid. Nein, nein, Schirin für Volker. Wir behalten Mann, Mann, Sie hat sich einfach tut mir leid. Ich will Ihre Hände sehen. Sofort, runter. Gehen Sie runter. Ich wollte egal, was Sie machen. Ich kann da nichts. Nee, die Pistole auf dem Boden! Die Pistole auf dem Boden! Gib die Pistole her! Tut mir leid, aber ich war das nicht. Gib sie auf den Boden! Die Pistole ganz auf den Boden! Sag sie dem Kollegen, das alles. Ganz ruhig, ich rede mit meinem Kollegen. Halt deine Fresse! Ganz ruhig. Volker, hier ist Schirin. Volker, ich melde mich gleich wieder. Okay, auf den Boden. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich lege jetzt meine Waffe auf den Boden. Was? Nein! Halt deine Fresse! Halt deine Scheißfresse, du Arschloch! Hörst du nicht, ey? Komm mir nichts passiert! Es ist alles deine Schuld! Los, zurück! 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 Ruhig. Ich bin's. Das sind Tabletten bei mir im Auto vergessen. Ich komme jetzt gleich zu dir. Wenn ich die Damen und Herren jetzt noch einmal bitten dürfte, von Ihnen aus nach links zu schauen, würde wirklich sagen, das ist die Perle in unserem derzeitigen Bestand. Sie haben gesagt, die Wohnungen sind alle schon geräumt und in 3 Monaten wird zugsfertig? Papa? Was haben Sie denn hier? Alles gut, ein paar Formalitäten. Gibt's ein Problem? Reicht das nicht, dass du uns alles wegnimmst? Ich mach einfach meinen Job. Ich scheiß auf deinen Neuanfang. Aber ich arbeite für diese Wichser! Guck dich doch mal um hier. Hier will doch auch keiner mehr wohnen, oder? Diese Wohnung ist meine Heimat. Heine. Was wolltest du von meinem Vater? Es ist Räumungstag, ich muss die Abnahmen machen. Der war letzte Woche. Heine? Alles in Ordnung? Sofort zurück an die Tür! War das nicht? Bringen Sie die Waffe runter! Los, zurück! Die ganzen Gasflaschen konnten Sie schon in den Keller geben. Der ganze Straßenzug ist doch schon fertig. Wissen Sie, was das gekostet hat? Ihr wolltet Forderung, ich habe Forderung. Wir können das Ganze vertraglich festhalten. Das kapieren Sie einfach nicht. Wir sorgen doch nur dafür, dass diese Stadt ein bisschen schöner wird. Wir schaffen ein besseres Wohnklima. Uns gehört der ganze Straßenzug. Gratuliere. Warum hast du das gemacht? Was ist das? Wir sind doch alle gleich! Das ist ein Gewehr. Was für ein Gewehr? Selbst wenn diese Bruchbude in die Luft geht, die freuen sich doch, da fällt der Denkmalschutz weg.